Was ich auch eben so toll finde im Color Grading ist, dass ich ganz lang auch während meinem Studium in Dokumentarfilmen damit gekämpft habe, bin ich ein technischer Mensch oder bin ich ein kreativer Mensch? Im Color Grading kommt irgendwie beides sehr schön zusammen. Also ich muss die Technik beherrschen, ich muss den Computer beherrschen, ich muss das alles wissen, aber gleichzeitig kann ich kreativ, gefühlsmäßig an Bildern arbeiten. Und das finde ich auch total spannend. Ich bin ins Color Grading gerutscht oder ich habe es entdeckt durch den Schnitt. Ich habe in einem Postproduktionshaus in New York gearbeitet und dort war ein Kolorist, der hat immer unsere Sachen gegradet und bei dem habe ich zuschauen dürfen, wenn ich Zeit gehabt habe und da hat er mir langsam alles beigebracht. Ich habe viele Mentoren, männliche Mentoren gehabt, die auch da einfach gesagt haben, wir brauchen mehr Frauen und die haben mich gefördert, dadurch, dass ich ein Mädchen bin und mich dafür interessiert habe. Die einfachste Variante, Color Grading zu erklären, ist, wir sind der Instagram-Filter. Meine Arbeit liegt eigentlich darin, dass ich die Geschichte nochmal verstärke, die Emotion der Geschichte durch Color Grading. Ich finde, auch wenn das Bild jetzt verwackelt ist oder wenn was unscharf ist oder wenn jetzt die Farbstimmung in dem Raum, wo das Interview gedreht ist, vielleicht nicht so ist, kann man als Kolorist immer noch da was rausholen. Ich finde, Color Grading ist auch ein bisschen wie ein Puzzle manchmal, an dem man lange sitzen kann und jedes Teil muss man suchen und wenn man es dann fertig zusammengebaut hat, dann ist es perfekt. Ab und zu natürlich als Frau muss man sich ein bisschen durchsetzen, wenn ich habe das Gefühl, manchmal wissen sie nicht genau, was ich eigentlich alles weiß. Zum Beispiel, wenn ich ein File anfordere und sie schicken mir dann was anderes, weil sie glauben, es besser zu wissen. Also solche Situationen gibt es, wo ich dann mal auf den Tisch klopfen muss und sagen muss, so, ich brauche das jetzt aber so. Zu mir haben die Leute immer gesagt, es gibt kein Geld in Dokumentation. Wenn Leute sagen, ach, du wirst das nie oder du schaffst das nicht oder da gibt es kein Geld oder der Markt ist überlaufen. Und ich habe 2, 3 Mentoren gehabt, die haben zu mir gesagt, klar, mach's, wenn du es willst, mach's. Und ja, jetzt bin ich da.